Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Woche Nummer 11 und das ist die Folge Nummer 4 bzw. die Vorschau Nummer 4 von Legends of Keepers. Wir sind in Woche 11, hatte ich schon gesagt, und haben letztes Mal hier raumtechnisch was. Das Ausrufezeichen ist wieder da. Hat er das genommen? Nee, hat er nicht genommen. Raum tauschen. Ach so, denn da Raum tauschen, tauscht er die alle, oder wie sehe ich das? Und wenn ich jetzt hier den dahin mache, irgendwas ist doch schief gelaufen. Jetzt möchte ich gerne den nach da haben. So läuft's doch erstmal, oder? So, jetzt ist die Frage, wie bestätige ich das, dass es so bleibt? So, das? Einstellung. Fortsetzen. Wenn ich da jetzt reingehe, ist es noch das gleiche. Okay, passt also jetzt. Keine Ahnung, aber warum man das nicht abgespeichert hat. So, wir sind jetzt hier mit der Auswahl in Woche 11, aber das machen wir nach dem Intro. Bis gleich. So, dann haben wir drei Ergebnisse. Händler, Raubzug oder Ereignis. Händler, können wir was kaufen? Wie sieht's hier aus? Nicht so, nach 241 würde gehen. Raubzug oder Ereignis? Ich tendiere gerade dazu, kümmere dich um Probleme im Büro und den alltäglichen Verwaltungswahnsinn. Entsende drei Freiwillige, um Ort einer Wahl zu plündern. Und Händler. Monster und Händler. Ich weiß nicht, das lohnt noch nicht so wirklich. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Wir machen noch Raubzug, um noch ein bisschen Kohle drauf zu kriegen, oder? Oder Ereignis. Das ist so mehr Zufall, ne? Da wissen wir, was uns bewahrstellt. Komm, wir machen mal das. Der Archäologe. Ein Archäologe klingelt an deiner Tür, um ein Artefakt zurückzuverlangen, das ihm gestohlen hast. Er fordert dich sogar auf, es einem Museum zu spenden. Erschlagen, erstechen, vierteilen. Ich kriege auf jeden Fall immer Blut. Immer gleich. Ein Archäologe an deiner Tür, um ein Artefakt zurückzuverlangen, das du ihm gestohlen hast. Er fordert dich sogar auf, es einem Museum zu spenden. Ja, jetzt habe ich keinen blassen Schimmer, was von diesen drei Dingen was bringt. Also ich würde ihn erschlagen. Woche 12 sind wir. Wir haben wieder dieses Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, wo hier das Problem liegt. Das haben wir geändert. Ist hier noch was? Nein, Garnison. Ist auch nichts. Hier können wir gar nichts machen. Es ist aber immer das Ausrufezeichen da oben. Ich weiß aber nicht, wofür es gut ist. So, Workout, Händler oder Ereignis? Ich glaube, Workout wäre sinnig. Gewichte, Selbstgeiselung oder Springseil. Hier geht Blut runter. Und was ist das? Geld. Das kostet Blut und Geld. Das kostet nur Blut und das kostet nur, was war das? Tränen. Tränen hätten wir jetzt am meisten. Gibt Leben zurück. Hier gibt's Rüstung zurück und da gibt's Kraft zurück. Oder zurück. Rüstung. Hier wird's uns Geld kosten. 50 Kraft. Hier ist jetzt auch ein Ausrufezeichen. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Ich erkenne es nicht. Archivar, da oben blinkt noch. Ah! Schade, den Monster bei Helden mit maximalem Leben verursacht. Ursachen ist um 100% erhöht. Verhexte Handschuhe, Schaden. Schaden. Den Monster bei Helden mit maximalem Leben verursachen ist um 100%. Das ist in Deutsch, ne? Großartig, um immer den Kampf anzusagen und einem rechten Haken ins Gesicht zu schlagen. Und hier haben wir auch noch einen. Voller Monster verursachen 2% zusätzlichen Schaden pro fehlenden Lebensprozent. Der hört sich gut an, ne? Ja, okay. Jetzt ist das weg.
So, können wir erstmal zurückgehen. Das ist immer noch da. Kein Mensch weiß warum. Hab ich hier irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, oder? Hat hier noch einer was in seinem Anzeigefeld? Nicht wirklich. Fallen. Ist hier auch nichts. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Wahrscheinlich nur ein Zeichen, dass wir zu wenig haben, oder wie? So, Gewicht gibt Kraft. Das gibt Rüstung, das gibt Lebensenergie. Tendenziell sind wir mit der Lebensenergie am besten mit, oder? Ich mach das mal. Das ist das teuerste vom Blut her. Haben wir aber auch nicht am meisten von, also am wenigsten. Da ist das Blut auch am wenigsten. Ich glaube, wir machen das. Ach, man kann alles machen. Na dann, jetzt müssen wir nur zwischen den beiden entscheiden, ne? 55, das heißt, ein Punkt ist zu wenig. Wir können jetzt Rüstung machen oder wir können Kraft machen. Kraft würde uns auch noch 50 Geld abziehen. Ich mach mal nur das, oder? Ah, komm, es ist schwierig, ich mach so. So, damit sind wir durch. Verlassen. Workout ist durch. Jetzt haben wir Fortbildung und Ereignis. Fortbildung haben wir jetzt nicht so die Möglichkeiten. Ich mach's trotzdem. Du hast einen Brief erhalten, das Monster-Trainingscenter bietet dir an, einen Angestellten für eine unverschämt hohe Summe Gold zu trainieren. Das Training würde 8 Wochen dauern, plus Level 2. Ich habe aber gar nicht so viel Geld, muss ich ignorieren. Händler und Ereignis. Händler. Harpy. Eiskelett und Giftpfahl. Gute Frage, ne? 70, 50, 63. 18 Luftschaden wendet Hass 3 auf Monster vor Harpy an. Geschwindigkeit um 40 erhöht. Luftschaden wendet Müdigkeit an. Verursacht Schaden um 30 reduziert. 60 Eisschaden, 12 Eisschaden. 40. Ja, mal Luftschaden in der ersten. 18, 60, 60, 12. Da ist es Eis und da ist es halt Luft. Hier geht die Moral noch bei runter. Da ist es Müdigkeit. Hier ist Geschwindigkeit 120. Da ist 100. Das ist doch die HP hat auch 10 Punkte mehr. Ich glaube, wir nehmen die und kaufen die, oder? Verkauft. Und wir könnten ja auch noch einen zweiten holen. Der hat 60. Giftpfeil. Das ist auf den vorderen 40 Naturschaden, wenn es Gift 3 an. Aber das ist irgendwo anders so, der Giftpfeil. Soll ich den mal kaufen? Ja komm, machen wir so und dann ist es verlassen. Gut, dann sind wir in der nächsten Runde des Abenteuers. Das bereiten wir dann jetzt vor. Ja, Raum tauschen kann man immer noch machen, ne? Haben wir schon gemacht. Tristan spielt jetzt vorne mit. Ja, so ist es schon vielleicht noch ganz gut, ne, oder? Vorne die Stärkeren, hinten die Schwächeren, das passt schon so. Bestätigen. Vorbereitungsphase. Dann schauen wir mal gerade rein. Da sind die drei Helden. Platziere eine Falle. Fallen alles. Ach, wir können ja mal diese Falle hier, den Giftfall nehmen, ne? Den haben wir noch nicht, der ist ja jetzt neu. 15, das war ja 40, ne, oder? Ja. Gut, bestätigen wir. So, das ist Raum 1.
Zugor. Kommt dahin. Die Harpie. Die will ich auf jeden Fall auch mitnehmen, aber wahrscheinlich eher hinten hin. Jetzt habe ich so Monster entfernen, ist schon besser. Die war mit. Er hatte hier einen Tank 120. Und er hier hat 60. Also das heißt, diese beiden gehen jetzt noch einer in die Mitte davon. Ich glaube, wir nehmen ihn dabei. Und die HP machen wir hier hinten hin. So, das Ganze bestätigen wir. Hier haben wir nochmal Raum 2 dann. Wie, er ist hier auch nochmal. Aber ich werde jetzt ihn hier nehmen. Und 60 Feuerschaden. 50 und 38. Er kommt als zweites und er mit dem Feuerschaden kommt hier hinten als drittes hin. Bestätigen wir das Ganze. Hier haben wir nochmal eine Falle. Ich glaube, dann nehmen wir die Säge. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Ja. Bestätigen wir das Ganze. Und hier geht's los. So, dann wollen wir das Ganze noch gerade anschauen. Der Giftpfeil ist schon da. Der ist getroffen. Und da ist der erste Kampf angesagt. Windstoß von der Harpia oder den Luftschaden vorne. Was haben wir denn hier so für Werte? 290, 250, 254, alter Schwede. Bam, erstmal auf den ersten richtig drauf. Oh, ein Schuss, ein Treffer, wow. Das war jetzt schon hart, oder? So, 35 Körperschaden vorne oder 15 Moral runter. Körperschaden. Das sieht gerade nicht so gut aus, oder? 8 Naturschaden und 8 Moral, wenn Verlangsamtheit an. Oder verlangsamt ein. Schaden verursacht, Angriff und verursacht Brennen. 40 Feuerschaden für den ersten. Hier haben wir für alle Schaden. Ja, es wird bitter, ich merk's. Und dann nochmal Schaden. Zweimal Schaden. Okay. Was kommt jetzt? Noch ein Pfeil. Okay, der kleine Bär hier, der ist schon ordentlich, ne? Spalter, 35 Körperschaden. Wie viel ist das denn hier? Da sehe ich auch, wie viel runter geht, oder? 15 Moral runter. Wie viel Moral haben die denn? Sieht man das auch irgendwo? Nur diesen grünen, diesen lilanen Balken, ne? Komm, ich zieh's mal durch. Flamme des Zorns, oder? Okay. Der erste ist auch noch tot. War jetzt nicht so der Bringer. Der ist auch tot. Die Runde haben wir auch verloren. Was kommt hier? Brennende Peitsche. 66 Feuerschaden auf dem ersten. Aber der würde immer noch nicht zerstört sein. Moral an allen Entsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht war, aber ich glaube, wir sind diese Runde ziemlich schlecht, oder? Okay. Reicht normal Moral. Der hintere kommt ein 60er Schaden. Das war er hier hinten, der jetzt dran war. Okay.
15 Eisschaden, 50. Dann müssen wir mal machen. Also unsere Monster sind gerade nicht so doll, ne? Vorne 38 Körperschaden, Chance von 15 gelähmt anzuwenden. Ich glaube, ich nehme den mal. Ich glaube, der setzt jetzt eine Runde aus, ne, oder? Da kommt noch der Pfeil und hinten ist kaputt. Vorne hat noch überlebt. Er ist noch gelähmt. Eisblock hinten. Sind wir danach dran? Weiß ich nicht. Geschwindigkeit reduziert. Ich mach den. Ich hoffe, der setzt jetzt aus. Tut er auch. Vorne 50 Körperschaden. Der ist dann noch nicht kaputt. Dann machen wir es lieber so, dass der gelähmt ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie war das? Die Lähmung ist aber weg. Hat nicht geklappt. Der saß, der Pfeil. Ich glaube, dann ist der erste wenigstens kaputt, oder? Ja. Okay, da gibt es noch einen Schaden hinten nachträglich. Alles ist vorne. Vorne bedeutet er da. 50 Körper, kaputte Rüstung. Ja, wir probieren es mit dem Lähmen, ne? Sieht so aus, als ob das Lähmen gewirkt hat, oder? Aber das hat nicht mehr gewirkt. Ja, hat keinen Sinn, ne? Aber die Runde schaffen wir leider nicht. Da sind wir kaputt. Jetzt kommt die Kreissäge. Könnte sein, dass die ja wenigstens den hinteren erwischt. Nicht wirklich, ne? Das war auch nix. Okay, jetzt wird's ernst. 88 Körperschaden. Alle 26 Luftschaden. Und hier vorne Moral runter. Dann machen wir den Peitschenhieb. Okay, ich glaube, das können wir doch gerade noch so abwehren. Aber das ist schon unser Endgegner. Da sind die anderen erst alle gar nicht hingekommen. Und jetzt ist hier der erste schon mal hin. Und ich glaube, ein Peitschenhieb noch und dann war es da. Wir haben es doch noch geschafft, wo ich nicht mit gerecht habe, ne? Helden getötet 16 Blut, Helden verwundet 0 und Dungeon verteidigt 113. Ja, das war jetzt nicht so doll, ne? Lass keine Gnade walten. Rüstung plus 10. Ich glaube, wir machen Sklavenhalter hier. Rüstung plus 10. Zack. Ja, war jetzt nicht so das Ding, ne? Alle verlieren natürlich hier wieder Motivation, ist klar, weil sie gestorben sind. Aber können wir gerade so mit leben? Jetzt haben wir einen Doktor. Streckt die Zunge raus und sagt ah. Gut, in Woche 16 machen wir wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.